Leute, willkommen zurück zu einem neuen Rayman Part. Wir machen gerade weiter hier auf dem Gipfel des Olymps. Durch den Vulkan gehen wir dieses Mal. Und jetzt auch ein bisschen besseres Thema. Und zwar steigen wir durch mit dem Thema Skiurlaub. Ja. Warum? Ja, weil die zwei Parts haben hier ein anderes Thumbnail, wie auf sich abgefallen ist. Allgemein ein bisschen anders, weil eben Dodo einen Teil machen muss, weil ich bin 2 Wochen weg. Ah, das Hundlevel, okay. Da dachte ich so, komm, du gehst hin zu den Skiurlaub, redest aber fast wieder rüber auf YouTube und du bist immer 2 Wochen weg. Sind also nach 15 Jahren einfach mal so 30 Wochen. Das ist fast ein ganzes Jahr. Du hast einen kleinen Vergleich vielleicht, damit ihr die Größenordnung wisst. Jo. Und zwar so ein bisschen Storys daraus erzählen und so allgemeine Dinge. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden viele von euch nicht in den Skiurlaub gehen, weil oh mein Gott, Alter, diese Drecksequenz. Was mich halt so abfuckt, ist, 2 Sequenzen hintereinander kommen. Das ist ein bisschen mühsam. So, die meisten von euch werden ja nicht in den Skiurlaub gehen, vermute ich mal, weil ist halt nicht so das Ding in Deutschland wie in der Schweiz. Und in der Schweiz, die sagen, jeder geht, wir haben auch extra von Kanton zu Kanton die Skiferien, ja, die einfach in Sportferien extra zum Skifahren, sind sie unterschiedlich, damit die Skilifte nicht überlastet werden und so. Okay, jetzt während Corona ist es einfach so ein großes Strang, dass der einfach nicht geschlossen werden darf. Auch wenn dieses Jahr sicher vieles anders sein wird, weil die waren, die wissen schon, dass wahrscheinlich auch zum Skifahren auf irgendeine Art gehen die Restaurants und schon so schon dazu, weil ist man im größten Teil, ist man in den Restaurants, man macht da Dinge. Wenn nicht so schön Wetter ist, aber man geht trotzdem auf den Berg, ist halt so, gehst hoch, siehst, okay, ist nicht so schön Wetter, gehst weg ins Restaurant, was trinken und dann weißt du erst wieder später runter, wenn schön Wetter ist. Es geht halt jetzt alles nicht, du bist halt dann einfach da gearscht und musst halt gerade wieder runter und so. Ist halt alles ein bisschen doof. Plus sind Skiferien auch ja, eher so ein bisschen Gönnerferien. Ist halt mies, aber ja, was will man machen? Skifahren an sich ist halt auch nicht cool, es macht Spaß einfach so. Runter leiden. Was war das Gedanke von mir? Ich bin epileptisch angefangen, wie ich da runtergesprungen bin. Okay, hier hoch. Dieses Level ist schwierig. Langsam in diesem Level ist ein Rayman echt schwieriger. Also mit dem Lebenssystem als Rayman 1 wäre kompletter Horror, ehrlich gesagt. Eigentlich auch interessant, sie haben 2 3D-Raymans gemacht und als dann Rayman mit Rayman Origins zurückkam, haben sie nicht wieder auf 3. Und sie nicht wieder auf 3. Haben sie dann nicht wieder auf 3D gesetzt, sondern auf 2D. Ich denke auch nicht so viel Sinn. Aber sie haben es halt gemacht. Vor allem, weil die anderen 2 Teile waren ja viel beliebter. Und jetzt ist schon der beliebteste Teil natürlich Rayman Legends, weil der einfach der bekannteste ist, weil er auch der neueste ist. Aber früher war ja ganz klar Rayman 2 der beliebteste und bekannteste, also Rayman 3. Also irgendeiner der beiden 3D-Teile und sicherlich nicht Rayman 1. Von Rayman gibt es ja auch so ein, vom dritten Tag ist das so ein Game Boy Advance Spiel, was auch 2D ist, das ist auch übelst cool, aber es redet nie jemand drüber. Das Spiel ist halt so, wie allgemein da zu der ganzen Game Boy Advance Zeit gibt es gefühlt zu jedem 3D-Game noch so ein 2D-Game. Allgemein, und das kann man auch damit der Gamecube verbinden und dann Rayman 3 darüber eine spezielle Funktion haben. Allgemein, der Game Boy Advance hat so viele Möglichkeiten, um sich mit dem Gamecube zu verbinden. Ist ja gerade mit dem Tod gesprungen, um sich mit dem Gamecube zu verbinden, wenn man mal ein bisschen genauer schaut. Zum Beispiel Ocarina of Time hat, nicht Ocarina of Time. Wind Waker hat ja so eine Möglichkeit, dass du so den Game Boy anschließt und nachher konntest du ja. Nachher konntest du Dings spielen. Bomben legen für den Link und so Zeug. Und auch Pokémon Colosseum lebt ja mega davon, dass man eigentlich gegeneinander kämpft, dass immer einer auf dem Gameboy spielt und auch, dass man so Pokémon überträgt und so. Die Story ist eher nebensächlich da. Aber hat trotzdem mehr Story als die jetzigen Hauptspieler. Nun. Das kann auch heißen, ein bisschen deepere Story als sonst. Wirklich gut, ist schon ein bisschen edgy mit dem Herzen verschließen und so, aber ich meine jetzt eher so von der Tiefgründigkeit, das mit der Welt und so. Schon ein bisschen deeper. Oder auch, dass so eine böse Dings hat, die wirklich davor zurückschrecken, jemanden zu töten und so. Das sind sonst Dinge, die werden nie in einem Pokémon-Spiel. Das sind Dinge, die werden nicht in einem Pokémon-Spiel ausgesprochen. Aber im Kolosseum wurde das alles ausgesprochen. Das ist halt dann auch wieder interessant, wenn man sowas sieht. Sich zum Teil so Zeug verändert. Gut, jetzt gibt es halt nur noch eine Hybrid-Konsole, aber zum Beispiel zu
View-Zeit gab es ja eigentlich fast keine Möglichkeit, in 3D zu fliegen, irgendwas mit dem zu machen. Eins, was mir jetzt gerade einfällt, wann würde, wäre, dass du Dings hattest. Halt, dass du die angeschließen konntest, um dann zu 12 Smash Bros. Spielen. Das war auch das Einzige. Allgemein beim Game Boy Advance kannst du so oft über Kabel noch was zusammenspielen, ohne dass der andere das Game gebraucht hat. Und beim DS auch. Die Wireless Connection, die mit zusammenspielen, aber mega gut funktioniert. Und das ist auch eine wirklich super Überleitung zum Skiurlaub, weil es gibt natürlich noch Tage, da ist nicht so schön und du kannst nicht Ski fahren. Was machst du da? Du sitzt in dieser Dreckswohnung. Und da kannst du halt nicht so viel machen. Dann haben wir immer, dass meine Brüder noch dabei waren, die sind ja die halt nicht mehr dabei, weil sie älter sind und keine Zeit haben. Dann haben wir immer für jeden ein DS mitgenommen, die miteinander verbunden, wie so Mario Kart oder so gezockt. Das war immer mega nice. Man hat auch ein bisschen dazu beigetan, allgemein so Brettspiele spielen. Skiurlaub ist allgemein richtig scheiße, wenn es kein schönes Wetter ist. Wenn man zu 2 Wochen geht, ist meistens so insgesamt ein bisschen mehr als eine Woche, ist dann schön Wetter. Wir hatten zwar auch schon mal, dass so wirklich komplette 2 Wochen schön Wetter ist und jeden Tag fahren gehen konnte, ist auch nice, wenn du sowas hast. Ist aber eher weniger den Fall. Was du eher hast, ist. Ich spiele heute auch wieder größte Pleb. Was du eher hast, dass es so 3 Tage am Stück nicht schön ist, dann hast du irgendwie so 4 Tage wieder, die schön sind, dann hast du so ein paar durchzogene Tage und dann hast du so 3 Tage, die mega schön ist. Das sind so normale Ferien. Letzte 2 Jahre war immer mies, weil da gab es wirklich eher das Gefühl, du musst 2-3 Tage gefahren bist, weil es mega lange schlecht Wetter war. Dieses Jahr sieht so aus, als ob auch in der ersten Woche ein bisschen schlecht Wetter ist, aber dafür dann in der zweiten super Wetter, was halt auch schön wäre. An der ersten Woche sind eh die meisten noch müde vom Alltag, auch wenn das diesmal im Jahr halt auch nicht so ist, lol. Ey. Halt auch wenn nicht so schön Wetter ist, kann man halt auch irgendwie mal spazieren gehen oder so, weil in den Bergen hast du ja selten, dass wirklich ein kompletter Tag lang schneit oder so. So richtig böse, du hast oft schon so, dass irgendwie so ein kleines 2-Stunden-Loch oder so ist, aber da kannst du halt nicht groß Skifahren gehen in 2-Stunden-Löchern. Und dann gehst du halt da irgendwie noch kurz so einen kleinen Schneespaziergang machen oder so, ist eigentlich immer ganz cool. Was halt einfach ein bisschen mühsam ist, ich habe keinen Laptop und dann kannst du halt wirklich nicht so viel machen, ich werde nur die Switch und das Handy haben. Am Handy werde ich vielleicht ein bisschen was machen können, aber auch nicht so viel. Ein bisschen was schauen, Genshin spielen, kein Plan, und sowas. Der Switch. Warum ist Genshin noch nicht auf der Switch? Mann, sonst könnte ich Genshin spielen. Halt, geh mich mal vergraben, anständig, aber das ist halt auch noch nicht da. Aber Skifahren ist halt schon nice. Auch wenn, ich weiß nicht so ganz, was einem an Skifahren passiert, weil du fährst und dann ist schon vorbei. Irgendwie ist es macht einfach Spaß. Aber am Schluss ist doch das von Skifahren, der Rest irgendwie, dass du es mehr machst. Irgendwie in den Restaurants sitzen und so, das fällt halt jetzt alles weg. Das ist eher so das, was dir bleibt, nicht das Skifahren. Also das Skifahren bleibt eher bei so lustigen Momenten, wenn du, oder dummen Momenten zum Beispiel. Ich bin mal voll in Absperrnetz gefahren, aber wirklich voll. Du hast noch locker 2 Monate später, so bei der Stelle, wo ich reingefahren bin, so im Magen gesehen, so, das hat wehgetan. Und so Zeug, das ist halt das Einzige, was du vielleicht mal siehst. Oder wenn du halt in die Skischule gehst, wenn du jünger bist. So da mit den anderen sprichst und so Kinder kennenlernst, das ist halt auch noch eine coole Sache. Aber sonst so direkt Skifahren halt nicht so mega die Momente, weil es ist halt einfach dieses. Es geht mehr so um den Vibe beim Skifahren, hab ich das Gefühl. Das ist dieses Gefühl mit, du stehst auf 2 Brettern, überall Schnee um dich herum, du bretterst da runter. Und du fährst ganz entspannt da runter. Da bin ich auch kein Fan von diesen Leuten, die so das Gefühl haben, okay, ich muss zu tief Schnee fahren oder gefühlt 100 km/h runter raus und so weiter. Komm! Skifahren ist eine schöne Entspannung für 2 Wochen. Also, mehr wie 2 Wochen wäre absolut zu much, wenn du nicht eine Wohnung hast, wo du sonst auch noch gut anderes Zeug machen kannst. In 2 Wochen sind zum Teil so, die meisten gehen eher 1 Woche, was ich glaube auch empfehlen würde. Nur 1 Woche hast du gerne mal das Problem, dass du dann gefühlt 2 Tage fahren kannst, weil der Rest einfach Scheißwetter ist. Und es gibt schon Leute, die fahren bei Scheißwetter. Ich empfehle es niemandem, weil es ist. Erstens ist es arschgefährlich, wenn du irgendwie Nebel oder sowas hast und nichts siehst. Das ist schon mal so eine Sache, warum man es nicht machen soll. Und zweitens ist es auch einfach nicht so geil, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch das komplette Gefühl dafür geht komplett kaputt. Dieses boah, Skifahren-Gefühl geht wirklich komplett kaputt und schlecht. Macht halt gar keinen Spaß.
Das könnte man vielleicht noch erzählen. Letztes Jahr war auch dann mal so ein Tag richtig schlecht Wetter und wir konnten letztes Jahr nicht so viel fahren. Aber sonst war ich so, okay, wir gehen jetzt einfach mal hoch und schauen, weil da ist nur im Tal unten schlecht Wetter und oben dann ist gutes Wetter. So bei den obersten Pisten gingen wir da hoch. Dann aber so richtig Arschwetter, aber wirklich so richtig scheiße. Es hat gewindet bis zum geht nicht mehr. So richtige Bergstürme. Es war eigentlich ein Blizzard. Und hey, das hat sich so weh getan im Gesicht. Es war schrecklich. Nachher haben wir da extra locker so 3 Stunden im Restaurant gewartet und haben gehofft, oh bitte wird's besser. Nachher wurde es mal kurz ein bisschen besser, war aber immer noch absolut unaushaltbar. Eigentlich. Weil ein normaler Mensch würde dann niemals fahren, wenn er nicht da oben festhängen würde. Nachher so sich probiert runter zu tasten. Ja. Also dann irgendwie hin um 8 Uhr hoch und ich glaube um 2 Uhr gingen wir dann runter und der Rest, und wir sind einmal gefahren und der Rest sind einfach nur oben, haben gehofft, dass das Wetter ein bisschen besser wird. So, wirklich, wir haben gesehen, oh, da kommt die Sonne, okay, fahre jetzt noch kurz durch die Sonne und plötzlich ist die Sonne weg und der fucking Schneesturm setzt wieder ein und haut dir einfach das Gesicht weg. Ey, das hat so weh getan. Das war echt unschön, das war richtig unschön. Aber nachher kam es ins Tal runter und da war super Wetter. Dann einfach oben hat es gestimmt wie nix. Aber Gott, ist halt da schlecht im Tal Skifahren, weil ist nicht so das Wahre auf gerader Fläche Skifahren. Also bis Langläufer, aber dann bist du eh ein bisschen gestört. Weil Langlaufen ist dumm. Oh, ich hab's halt nicht geschafft. Nice. Als Funk beginnt diese Sequenz. Oh wow, jetzt wissen wir von der Sequenz überspringen. Auch gut. Ey, das Level ging ganze 11 Minuten. Ich hab das Gefühl, die Raven-Level werden immer länger, ey. Bald gibt's ein Raven-Level auf 3 Stunden. Kappa. Was bei uns in Skifahren gehen, hat so eine übelste Pizzeria. Das ist die beste Pizza weltweit. Wirklich, das ist so scheiße gut. Und ich habe schon oft eine Burger- oder Pizza-Diskussion geführt. Im Normalfall, da der Burger gewinnt, außer du kennst diese Pizza, dann gewinnt leider diese Pizza. Es ist, ich weiß nicht warum, aber die ist einfach perfekt. Das ist so. Sogar bei einem Italiener kriegst du nicht so eine gute Pizza. Das ist gar nicht möglich. Und das ist mega weird. Die hat einfach so, die hat so was Spezielles, die ist so, boah, die ist richtig gut. Ja. Ey. Komm irgendwie nicht mehr so ganz klar mit der Rayman-Steuerung zum Teil. Aber es ist gut in Rayman, Rayman hat ja kein richtiges cooles System. Fuck, wie soll ich da durchkommen, fuck, ich muss grad ein bisschen. Ah, ich verstehe, wie ich da durchkomme. Hier im Spiel locken und doch erwischt werden, weil kein Plan warum. Dann hier durch. Und hier und dahin locken und sterben. Ah, okay, dann musst du so durch. Ja, ja. Vergiss nicht, Ram, dass du auf der Decke laufen kannst. Das ist halt nicht so ein Feature, dass du sonst in vielen Games hast. Wow. Dank dieser einer Fluffel, der nicht weglaufen konnte. Wirklich thank you for very much. Very much. Du hast ein guter Fluffel, du hast überhaupt nicht abgefuckt. Hallo, ah, kommt hier dann hoch. Das ist safe, was das so auf Rayman ist so Zeug echt aufgemacht. Scheiße, Alter, das ist ja ein richtig ekliges Nest von den Viechern, ey. Ich bin jetzt hier hinlaufen. Wow. Bin voll durchgelaufen, aber kurz mal den Controller in die andere Richtung bewegt und schon funktioniert es halt nicht mehr. Ey, schaff ich's noch. So mittendrin plötzlich die Richtung wechseln muss. Also schon wieder das Vieh. Die mega gefährlich aussehen, aber nicht. Ich bin einfach, das heißt Lenkrad treten. Sie sehen aus wie Antikörper, ey. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Vorhin ist mir nicht aufgefallen. Ich habe immer so gedacht, hey, das erinnert mich an irgendwas, aber kann mich erfahren. Das sieht einfach aus, wenn du so Antikörper darstellst, so auf Bioblättern oder so. Das sieht einfach 1 zu 1 aus und sowas, ey. Hab ich 1 zu 1. Komm. Antikörper zerstören euch. Bösen Antikörper. Ja, das ist ein cooles Bonus-Level, ey. Das habe ich sogar geschafft. Das habe ich sogar first try, ey. Ich ein Bonus-Level first try, dann das ist echt easy.
Thema ist heute Skifahren, ne? Ja. Boah, was sonst immer so ein Ding war beim Skiurlaub. Sonst war immer noch irgendeine andere Person da. Heute bis zum ersten Mal nur zu dritt da und das würde mich auch wundern, wenn das sonst ist, weil sonst müssen wir das Zimmer teilen. Jetzt ist mal nicht, das wird echt grandios. Yo, einfach alle von Antikörpern zerkriegt. Das war ein qualvoller Tod. Okay, das ist gemein, also das verwirrt sich über mich. Einfach dieses Skelett auf, ey. Er passt voll zum Ambiente, so von wegen. Viech haben den Skelett auf mich selber erfressen. Okay, komm hier so schön langsam. Ja, wow. Und trotzdem, ey. Ich muss hier wirklich voll warten, bis alle diese Dreckslava verreckt sind. Die eigentlich mal. Ah, die können gar nicht in der Lava sterben oder was? Ah, nee. Gehen da einfach runter. Bo. Los, geht weg hier aus dem Olymp, Alter. Shit. Hab ich verkackt. Kann ich wieder zurück? Oh, no. Nee, nicht jetzt noch am Schluss. Da ist nix. It's no joke. Das ist so. Das hat so obvious gewirkt, als ob da was wäre. Oh Gott, Olymp. Nein. Yes. Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Olymp. Yes. Wir haben es geschafft. Kommen wir jetzt schon zum Musiklevel? Ich glaube sogar schon, oder? Und das ist gar eine gute Beendung, weil ich weiß eh nicht mehr viel, was ich reden soll. Wir können noch ein bisschen schon das Musiklevel genießen. Den Track vom Musiklevel bewerten. Ah ne, kommt hier noch was anderes. Schade. Oh, habe ich 260? Nee, oder? Oh! Ich habe noch ein anderes Level vor Musik. Nein, noch zwei andere. Okay, dann wird das erst im nächsten Punkt sein. Erst wahrscheinlich in 2 Wochen aufgenommen wird, wenn ich noch später, weil erst dann bin ich wieder zurück. Ja. Halt auf, du kannst halt echt. Ich dachte irgendwie, du kannst mega viel so über Skifahren reden, weil du bist halt da jedes Jahr. An sich ist halt wirklich nur dieses Gefühl von Skifahren ist das Coole, nicht Skifahren. Ich hab gedrückt, egal. Ich direkt nicht so direkt dieses Dings. Ja. Mich mal echt ein bisschen wundern, wie sie das wegen Corona und so lösen. Ich hoffe das mal, dass sie. Viele vermuten eben, dass sie genau dann, wenn die Skifahren ist, die Skigebiete schließen, damit sie weniger Leute auf der Notstation haben. Das wäre bei uns dann die 2. Woche. Ich hoffe mal ganz stark, dass das nicht passiert, weil sonst wäre ein bisschen uff so. Ein sehr starkes Uff sogar, aber es wäre möglich. Es wird auch Sinn geben, weil das Ding ist halt wirklich, du willst nicht, dass viele Leute verletzen. Man ist halt auf der kompletten Notstation voll, weil du kannst sich ja auch da irgendwie in die Lunge verletzen oder Sauerstoff anziehen müssen und so. Und das ist halt dann eher mies. Deshalb probiert man diese Zeug und dann ganz stark zu vermeiden. Genauso wie man im Frühling Motorradfahren geraten hat, ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil ist halt einfach nicht so gut, wenn du momentan gerade die Notaufnahme besser fühlst. Deshalb wahrscheinlich heute, ich hoffe dieses Jahr hat ein bisschen mehr so Leute drauf nicht fahren, auch jetzt in den ersten Wochen. Und sich jetzt in den ersten Wochen gerade ein paar Leute so richtig daneben benehmen, jetzt sie wahrscheinlich zumachen müssen, weil. Kann sie nicht das Risiko haben, wenn dann noch mehr Kantone Ferien haben, dass deshalb die scheiß Dings überfüllt werden. Das wäre ja ein bisschen dumm. So. Das ist halt die Chance, dass die Skigebiete schließen, da wäre dann eben bei uns dann in der 2. Woche, wenn wir da sind. Nur dann die 1. Woche wird nicht so schön Wetter sein. Nachher bist du noch die 2. Woche da. Dann schließen sie die Skigebiete. Boah, das ist halt schon ein bisschen provokant so. Boah. Okay. Ich habe zum Teil das Gefühl, dieses extra Head bringt so nichts im Ram, weil du bist so herumgeschüpft dann, wenn du mal Damage kriegst, dass du dann gerade nochmal Damage kriegst. Ja, ich hätte das Level anders vom Rätsel. Okay, ich glaube, ich krieg's jetzt hin. Ich glaube, jetzt kriege ich das Rätsel hin. Okay, der Buff kriegt ein bisschen Überlänge. Aber ich will jetzt nicht mittendrin das Level beenden, das wäre. Ja.
ja nicht so schlau. Auch schön, dass du so, eben zum Beispiel sowas hier, dass du dann gerade gefühlt durch die komplette Welt fliegst und halt sofort ein zweites Leben verlierst. Wow, hat aber dieses Leben viel gebracht. Ich stelle mir gerade vor, wie mühsam das sein muss, auf Switch Game, auf dem Wii U Game die Geschichte zu spielen, ey. Muss ja mega eklig gewesen sein. Okay, los, komm hier, komm. Wie Rodeo. Ich muss ein bisschen gerade konzentriert spielen, weil sonst kriege ich die Geschichte, glaube ich, nicht hin. Yes, geschafft. Durch die feurige Halbkugel und durch die Stacheln durchgekommen, ohne größere Probleme. Alles perfekt und geschafft. Wie lange bleibt? Okay, das war gerade ein kompletter Runterstürze. Wie lange läuft eigentlich Rayman schon? Rayman läuft hat gefühlt schon echt ewig, wenn man so überlegt. Und es geht halt noch. Komm, nach der ganzen Welt, hier kommt nochmal eine ganze Welt. Auch noch mal viel. Gott, Drachen. Yo. Einfach Drachen. Wow. Der hier hat eben gerade ein extra Leben. Genau. Es hat ein bisschen was gebracht, aber halt auch nicht viel, weil du also komplett aus dem Konzept geflogen bist. Da konntest du auch nicht mehr viel machen. Genau so Zeug mal die Geigen gebracht. Deshalb extra Leben gar nicht so gut sind in Rayman. Weil in Rayman stirbst du selten ab den Monstern. Du stirbst eigentlich eher ab so Gefahren aus der Welt. Hä? Wo ist. Wow! Haben sie mir den Frosch weggefressen oder warum konnte ich den jetzt gerade nicht mehr nutzen? Hä? Ist ja mega dumm, wenn das gehen würde. Ist ja wirklich verdammt dumm. Oder man, da gerade nicht der Frosch. Warum gab es auch keinen Sinn? Boah, Alter, die ganzen Drachen. Und das hier war auch wie so eine Situation. So. Und Ray muss die Situation auch total mehrfach spielen, damit du weißt, was du machen musst. Hey, diese Falldinger sind wirklich schwierig. Aber ich kann der Drache. Okay, der Drache zählt als One-Hit, sehe ich. Wie viel zu langsam? Warum? Oh, hä? Wie hätte ich das jetzt ohne Leben verliehen schaffen sollen? Ja, wow, er kommt ja viel zu früh. Kann ich keinen Anlauf holen. Oh, ich weiß, wie ich es machen muss. Boah, ey. Das war jetzt auch wieder so ein Moment, so, ja, wow. Das Ding ist, bei diesen Rennpassagen, musst du immer in die gleiche Richtung drücken, aber zum Teil erkennt dann das Spiel, ja, aber jetzt geht's ja runter, jetzt musst du hier nach runter drücken. Und du so, ja, aber ich habe ein dreidimensionales System, das funktioniert jetzt nicht. Ich kann nicht jetzt nach runter drücken. Oder was halt auch ein bisschen weird ist, wenn du dann doch nach unten drückst von selbst, das ist zum Teil auch nicht so. Die Steuerung passt sich nicht perfekt mit diesem, du fliegst überall hin und herum an. Zum Beispiel, ich habe jetzt die ganze Zeit in die gleiche Richtung gedrückt, das müsste weiterhin gehen, aber es hat halt nicht funktioniert, so, wow. Oder wie man auch zum Teil komplett das Tempo flieht. Diese Passage wirklich ganz ausgereift. Ich weiß nicht, ob das nur in der Switch-Version so ist, aber sie wirken mir gerade so. Oh. Ey, die Drachen beschleunigen das Ganze viel zu schnell, ey. Das Level ist mega schwer. Die Drachen erzeugen so einen Druck und sind so scheiße schnell. Und dass sie zum Teil im Vordergrund treten, machen das Ganze nicht einfacher, würde ich jetzt mal behaupten.
der Party zu fucking Überlänge haben. Herr, was bin ich jetzt schon wieder verreckt? Der war ja im Hintergrund. Hä? Wow. Super. Ey. Leute. Diese Passage. Langsam kickt das Salt irgendwie schon ein bisschen rein. Eben hier zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit in die gleiche Richtung gedrückt, aber durch, dass ich ihn befreien musste, weil ich schlagen musste, hat es plötzlich nicht mehr funktioniert. Das ist so ein Ding. Dieses Mitschlagen ist. Wahrscheinlich wollten sie so, dass du eigentlich früher dahin springst und dann erst während dem Laufen schlägst, aber gibt halt nicht viel Sinn, wenn du auch beim Rüberspringen schlagen könntest, aber so halt einen Lauf kaputt machst. Das ist halt so. Okay. Warum ist er jetzt noch gerade oben und nicht von der Seite weggesprungen? Nur weil ich den dran noch geschlagen habe. Dieses Schlagen bringt das Ganze ein bisschen aus dem Konzept. Da auch wie früh zu. Hä? Wie soll ich noch schneller sein? Wie? Soll ich bitte schön noch schneller sein? Yo, Alter, wie schnell muss man hier sein? Ich probiere nachher mal was aus. Mut mal nicht, dass das funktioniert, aber wenn es funktioniert, wäre schön. Okay, oder das war jetzt auch wieder so ein Moment, so, ups, Steuerung wurde gewechselt. Ich wundere, ob andere Leute auch damit so Probleme haben. Ey, ich konnte nicht mal laufen. Es ging einfach nicht. Was soll ich dagegen machen? Was? Spiel, erklär mir. Ich will deine Mechaniken verstehen, aber ich verstehe sie nicht. Es löst irgendwie schon eine coole Atmosphäre aus, aber irgendwie. Ab was bin ich jetzt gerade gestorben? Ich hab's nicht gesehen. Ich bin viel zu schnell runtergefahren. Okay, ganz konzentriert. Okay, ich verstehe, wie es funktioniert. Drecksrache, Mann! Die beginnen schon zu früh. Das ist eine so verdammt schwierige Level-Passage. Ich konnte nicht mehr schneller! Es ging nicht mehr schneller, ich drücke die ganze Zeit voll durch. Es geht nicht schneller. Es geht gar nicht schneller. Ich kann nicht schneller. Es geht einfach nicht. Kann nicht noch schneller sein. Kann halt einfach nicht noch schneller sein. Das ist das Ding. Hey, okay. Wait. Wenn ich da runterfalle, muss ich dann nach links, dann wieder nach rechts und dann wieder nach links lenken. Okay, verstehe. Eben hier zum Beispiel komplette Beschleunigung verloren, weil man eingeschlagen hat. Bingo hat einen Drachenschoner. Ey. Verdammt schwierig. Boah, diese Dreckskreissäge. Auch wie langsam der Frosch ist. Macht. Hä? Das habt ihr jetzt aber alle gesehen. Ich konnte nichts machen. Ich konnte ihn nicht holen. Ja, jetzt. Wow. Ja, super. Super, danke, Frosch. Ich konnte ihn gerade nicht holen. Ich habe A gehämmert, es ging nicht. Ich muss die Dinger jetzt einfach außer Acht lassen, sonst schaffe ich das Level nicht. Oder auch jetzt, der Typ ist plötzlich weggesprungen. Ich hab nichts geändert am Rennen. Muss ja gar nicht. Ich habe genau gleich stark angedrückt wie vorhin. Genau gleich stark. Geht's auch schon wieder. Ey, der Park geht noch 40 Minuten, wenn es so weitergeht.
gehe ich auf komplette Konzentration einmal hoch. Ey. Ich muss da springen, wieder rüberspringen auf eine noch nicht existente Plattform. Ach du Scheiße. Hä? Warum bin ich jetzt gerade runtergefallen? Da war ja gar kein Hindernis. Weird. Es war ja auch kein Loch in der Wand. Es ist einfach immer von alleine weggesprungen. Das Gefühl, das Level ist wegen zwei Gründen schwer. Erstens, weil es wirklich schwer gemacht ist. Und zweitens, zum Teil die Game-Mechanik nicht so ganz funktioniert wie jetzt auch schon wieder. Dazu nah am Abgrund, also wird es zu einem Abgrundsprung gezählt, anstatt zu einer Wandwechselsprung. Okay, jetzt endlich. Und jetzt bin ich wieder plötzlich geslidet, weil auf der anderen Seite keine Wand war. Somit wurde das theoretisch, als du könntest da hinspringen, wahrgenommen. Wiederum hat der Frosch darauf nicht. Hier sind so fucking viele Game-Mechaniken, die nicht funktionieren. Wahrscheinlich wäre es ohne Gamepad einfacher, weil mit Gamepad einfach, weil man einfach das Gamepad drücken könnte und da dann drücken, wenn man will. Nicht erst, wenn der Frosch dahin fliegt. Dass die Drachen einem noch die Sicht versperren, vereinfacht es nicht gerade. Ich bin gesprungen. Ich bin halt safe gesprungen. Okay. Da ist irgendwie ein Dark Souls oder ein Raid. Boah! Die Mechanik! Ich bin Fahrtspiel wieder schon längst abgebrochen. Auf dem Punkt. Weil die Mechanik fuckt mich gerade so ab mit diesem Wandlaufen und dem Frosch. Weil zusammen funktioniert es irgendwie nicht so ganz. Weil diese Wandlaufen funktioniert nur, wenn sie auf der anderen Seite eine feste Wand zieht. Okay. Ja, eben super. Ich habe jetzt einmal ausgesehen in die Richtung gewechselt, hat es auch nachher angenommen, aber nachher in die Richtung nicht mehr umwechseln, weil sonst wäre ich runtergefahren. Und auch hier, ich war am Laufen, Mann. Ich habe nur 15 Minuten Zeit, das kann jetzt nicht mehr ernst sein. Okay, okay. Boah. Mann! Fuck! Langsam wird es salt, ja. Oh, nee. Ich werde es nicht schneiden. Ey. Das kann nicht dein fucking Ernst sein. Das kann's nicht sein. Nun, das kann's einfach nicht sein. Mmh, auch wie schnell das runterfällt. Wie soll man da irgendwas mitkriegen? Ich rasse das so schnell runter. Da noch irgendwie an eine Reaktion zu denken, geht gar nicht. Ich kenne das Level jetzt schon komplett auswendig. Ich schaff's trotzdem nicht immer. Ich bin gerade einfach weggesprungen. Ich bin abgesprungen, aber weil die andere kurz ein bisschen später getriggert wurde durch den Frosch, hat es nicht mehr funktioniert. Ja, übrigens macht keinen Unterschied, wie schnell man in den verschiedenen Gebieten ist. Wir haben einfach immer wieder eine Zeit, wo sie reloaded werden, dann sind sie einfach an dem Punkt. Das ist einfach so was, was mir aufgefallen ist. Weil du kannst sie nicht wirklich vorspringen gegenüber den Drachen und sie sind eigentlich geskriptet, wo sie sind. Könnte man sagen. Nur weil da ein scheiß Abgrund links war. Ich sag das, ich vermute mal, das Game hat in jeder anderen Funktion funktioniert. Nur auf der Switch-Version funktioniert es nicht. Das ist ein ursprüngliches View-Game, nicht mal das ist das Problem. Deshalb die Mechanik nicht so ganz gut funktioniert.
Weil bei auf der Wii U müsste es ganz schön nur wegen dem Touchscreen besser funktionieren. Oder auch hier, jetzt hat es plötzlich wieder angenommen, dass ich nicht renne, sondern einfach so mich von der Wand abstützen will. Hey. Auch hier jetzt wieder, es hat plötzlich als oh, es leidet runter wahrgenommen. Ich konnte nichts machen, da geht. Wir spielen jetzt rüber. Ich bin jetzt in EA-Modus von dem Level. Ah, fuck. Ey! Also stirbst halt gefühlt ab jedem Dings. Beim Fall bist du viel zu schnell, du musst rennen, aber im Rennen funktioniert nichts. Schön. Schön, schön, Raymond, wirklich. Machst du toll, Raymond. Es hat schon wieder den Absprung angenommen, anstatt. Ey! Ich sehe halt so, oh fuck, Drache, ich muss springen, aber wenn ich springe, sind da noch Stacheln und. Aha! Viel zu viel auf einmal. Ey, so bist du halt viel zu schnell die ersten Passagen. Also gar keine Chance überhaupt irgendwas zu machen. Das ist no joke, du bist ja viel zu schnell. Soll das überhaupt möglich sein? Die ja runterfahren kannst du ja schlecht noch drauf reagieren, das ist ja viel zu schnell. Ah genau, oh mein Gott. Yes! Nee, was? Noch nicht fertig? What the fuck? Warum ist das noch nicht fertig? Wie lange geht das Dreckslevel noch? Hallo. Mega die Drachen mit einzelnen Lavastränge besiegt. Oh, jetzt ist das Level endlich vorbei. Boah, war das ein Stress. Also wenn ich jetzt dann gestorben bin. Boah, war das gerade ein stressiges Level, ey. Endlich. Endlich. Ich hab mal auf einem anderen Level stressig. Okay, ich sage aber dann mal ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.